Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben noch 6 Spiele, glaube ich, vor uns. Und ich will die konzentriert und gut zu Ende bringen, so dass ich mir am Ende keinen Vorwurf machen muss. Klar, es gab schon das ein oder andere Spiel, was nicht optimal lief, aber es können ja jetzt die restlichen 6 Spiele noch optimal laufen. Und da geht's los mit der Bundesliga. Mali und nochmal Mali. Der macht jetzt Tore. Und ich muss mich wieder daran erinnern, nicht nur, dass ich logischerweise konzentriert und gut verteidigen und auch angreifen will, sondern ganz wichtig auch häufiger versuchen, wieder den Direktabschluss hinzubekommen und nicht den Ballast anzunehmen. Was leider in letzter Zeit häufiger mal ein Problem war. Das ist ein St. Patrick's Day Trikot gewesen, wieder mit Ben Idea, Second Inform oder Wants to Watch, Dembele, sehr gute Verteidigung mit, De Gea, aber auch die Innenverteidigung war gut. Interessanter Abschluss. Was? Da war noch jemand? Oh mein Gott. Ein bisschen Glück. Schöner Ball auf Vidal. Schade. Schade, schade, schade. Muss Hummels einfach nur an den Ball rangehen und er hat ihn. Leider macht das wieder nicht. Schöner Ball auf Dembele. Oh, dann ist leider Smalling da. Lässt den Ball bisher gut laufen. Oh, wieder zu sehr mit dem Abdrängen des Gegners beschäftigt. Scheiße, Mann. Weil sollte auf den Bele gehen. Kein guter Anfang. Gegner dominiert momentan. Aber ruhig bleiben. Schön gemacht von Sokrates. Ich müsste halt auch mal zum Abschluss kommen. Nur bisher halt gar nicht geschafft. Ich muss sagen, es ist auch irgendwie ungewohnt, mit diesem komischen Untergrund zu spielen, diesen scheiß Karos. Aber okay. Oh, Jungs. Oh, lass doch mal den Vorteil laufen. Trottel. Wären wir vielleicht durch gewesen. So, Dembélé will ihn machen. Wir machen mal, wir wechseln mal auf Reus. Hummels steht da. Flanken wir mal ihn hier hin. Ja, wir waren zuletzt dran, war kein Foul. Genial. Ist klar, wo der Ball hingehen sollte, denke ich mal. Schön gemacht mit Reus. Diesmal hatte ich auch die Zeit, den Ball anzunehmen. Sehr geil. Schlüssel war hier auf jeden Fall, dass wir mit Reus geschafft haben, an der Seite vorbeizutribbeln. Und dann hat er es nicht geschafft, mit Smalling ihn zu verteidigen. Und diesmal wollte ich den Ball auch annehmen, deswegen passt. Wobei ich auch ein bisschen Glück habe. Alaba kommt nur einen Tick zu spät. So, aber es ist ein super schweres Spiel. Bisher war der Gegner einen Tick besser als ich, würde ich sagen. Von daher, ich glaube nicht, dass ein 1-0 hier reicht. Ich hoffe es natürlich. Ich werde mein Bestes geben, aber es wird schwer werden. Alaba ist echt so nervig. Ich hätte ihn gerne wieder im Verein. Wird auch besser sein als Inform Hector, aber ist halt teuer. Und bisher habe ich meine Kohle immer für die Informs ausgegeben. Schwacher Pass von Dembele, krass. Schade. Schön gemacht von Hummels. Aber das tut fast in den Augen weh. Wir haben noch einmal geschossen, haben wir gesagt, richtig verdient. Ich meine, klar, wir haben, das war die beste Chance im Spiel, die wir rausgespielt haben und haben sie genutzt. Darf man auch nicht vergessen. Aber der Gegner war bis zu dem 1-0 auf jeden Fall der leicht bessere. Und es tut fast schon in den Augen weh, dieses Muster. Schade. Interessante Situation zum Pause drücken. Vidal, Sanchez. Hä, hat Ben Idea, hat er das umgestellt? Ben Idea hat doch gar keine Verbindung zu Coman und Dembele. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass er am Anfang Pause gedrückt hat, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er muss es umgestellt haben, weil ich kann mich nicht daran, oder ausgetauscht haben, weil ich kann mich daran erinnern, dass er einen Spieler ohne Chemie da im Sturm hatte. Und ich habe nicht drauf geachtet. Sehr merkwürdig. Krass, da soll der Ball nicht hingehen. Schön gemacht von Sokrates. Schade. Schön gemacht von Piszczek. Ja, genau. Oh, meine Augen! Es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Es ist so schwer, sich darauf zu konzentrieren. Ach, die Scheiße. Das ist auch sehr selten, dass die Gegner das spielen. Ich finde. Puh, hätte ich noch straffer aufziehen müssen. Schade. Gut gehalten von De Gea. Sehr geil gemacht von Hector. Elfmeter. Oh, ist das dumm. Oh, geil. Oh, der Gegner bricht direkt ab. Geil. Oh, aber was war denn das für ein blöder Elfmeter? Ich renne doch sonst wohin. Das war doch gar nicht notwendig. Ich hatte Angst, dass er eine rote Karte frisst. Ich weiß es nicht. Und hat gedacht, dass er das 2-0, was vielleicht dann fällt, nicht wieder ausgleichen kann. Aber wie dumm war das denn bitte? Da zu faulen, weil da war ja nichts, da war ja noch nichts los. Also das war jetzt echt ein halb geschenkter Sieg. Wobei natürlich nach einem 2-0, das wird auch er dann schwer haben, wieder aufzuholen. Aber ey, krass. Boah, da freue ich mich, dass er mir den Sieg so schenkt. Nice. Oder zum Teil zumindest schenkt. Das 1-0 habe ich mir selber erarbeitet. Krass. Aber ich laufe halt komplett raus in die andere Richtung, also nicht direkt aufs Tor. Das war keine gute Situation, um ein Tor zu schießen. Das ist merkwürdig. Schöne Vorlage von Stindl auf jeden Fall, von Mali, glaube ich. Okay, jetzt bekommen wir mal wieder ein richtig krankes Team. In Form Lewandowski, Aubameyang, dann 88er Thiago. Nur normaler Leno im Tor. Also manchmal frage ich mich, warum sie dann solche normalen Torhüter haben, als ob die Informs teuer wären. Ich verstehe das nicht. Die wollen mir doch nicht erzählen, dass die Kohle dann gerade so nicht mehr gereicht hat. Egal, also jetzt konzentrieren genauso oder noch besser spielen, wie gerade eben. Am besten noch besser, weil wir waren ja am Anfang schlechter als der Gegner. Gut gemacht von Smalling, ne Quatsch, Reed war's, glaube ich. Boah. Abseits. Schade. Knapp. Diese beschissenen Idioten, ey. Oh, ist das wieder bitter. Ja, es ist eigentlich, also irgendwie ist es meine Schuld, weil ich habe einen zweiten Spieler gerufen, aber dass der zweite Spieler dann aus der Viererkette rausrückt, ist halt wieder unvorhersehbar dumm gewesen. Runterkommen, wir haben noch genügend Zeit, das auszugleichen und das Spiel zu gewinnen. Ich kann halt nichts dafür, dass er den... Also das war halt einfach ein falsch Positionierter, der da hinläuft. Ich verstehe nicht, warum der dann als zweiter Spieler laufen muss. Egal. Ruhig bleiben. So ein geschenktes, einfaches, billiges Scheißtor wieder. Überhaupt nicht rausgespielt vom Gegner. Klar, der Gegner kann nichts dafür, dass er die Engine wieder einen Fehler macht. Und... Abgefälscht, immer in die Ecke. So, Benteke, es war noch nie so wichtig, also es war schon mal wichtig, aber es ist ultra wichtig, dass du jetzt ein Kopfballtor machst. Wir brauchen dich jetzt. Ach, er ist drin! Nice! Und im Übrigen hat Benteke schon wieder einen Alu-Treffer fabriziert, ne? Nur so mal nebenbei. Ich dachte, er ist daneben gegangen, aber er ging rein. Schöne Volleyabnahme, aber der Kopfball war auch schon wieder krass von Benteke. Und wahrscheinlich ist dann Mané noch irgendwie dran gewesen und der Torhüter lenkt ihn ins Tor rein. So, das ist schön. Es war auch ein Lagertor. Das vom Gegner war halt nicht vom Gegner gelagert, sondern eigentlich war es ein Pechtor, weil ich Pech hatte, dass dann der falsche Spieler abgerufen wird. Aber egal. Es geht wieder bei 0 los. Komm, jetzt konzentriert weiterspielen. Und halt nicht nochmal dieses Problem haben, dass... der falsche Spieler aus der knapp. Zur Viererkette abgerufen wird. Habt ihr das gesehen, wie Smalling einfach drüber geht? So bescheuert, ey. Wieder so ein billiges Tor für den Gegner. Smalling läuft über den Ball drüber. Er muss ihn nur wegspitzeln. Egal, ruhig bleiben. Wir machen nochmal ein Gegentor. Komm schon, bleib ruhig. Irgendwie den Gegner reingedreht. Scheiße, hätte schießen sollen. Auch wieder halb lucky auf jeden Fall. Schön, dass der Bräunig jetzt doch mal wieder Tore schießt. Auch wieder halb lucky, glaube ich, weil der Gegner war, glaube ich, kurz dran. Aber dann ist es ja nur gerechtfertigt und ausgleichende Gerechtigkeit. Nee, er war nicht dran. Geil, dann war es gar nicht, dann war es doch nicht lucky. Hat einfach der Bräunig gut defended, würde ich sagen. Ich dachte, der Gegner hätte rangespitzelt, aber nice. So, jetzt vielleicht rafft meine Abwehr sich jetzt mal wieder und macht mal jetzt keine Scheiße und wir schießen mal das 3-2. Wir können schon mit unserer Moral zufrieden sein. Zweimal zurückgekommen nach dem Rückstand. Das ist schön. Das war dumm von mir. Habe ich wieder gedacht, ich kann vorbeitribbeln. Boah, ey, da war eigentlich Benteke richtig gut unterwegs. Emre Can macht ein sehr gutes Spiel. Fällt mir jetzt in dem Spiel sehr gut positiv aus. Sehr schön. Vor allem fällt mir sehr gut positiv auf. Er fällt mir sehr oft positiv aus. So rum ist richtig. Krasse Parade von Leno. Unglaublich krasse Parade von Leno. Okay, zweimal zurückgekommen und der Gegner hat auch noch zweimal geschossen. Ey, das gibt's überhaupt nicht. Meine Fresse. Aber es waren halt echt zwei geschenkte Tore irgendwie. Wir nehmen mal eine Ecke mit. Komm, und jetzt Benteke. Komm, das reicht nicht. Du hast jetzt zweimal Alu gemacht. Okay, cool. Jetzt machen wir wieder einen rein. Da geht es aus. Nicht gut die Flanke. Schön gemacht von Reed. Oh, schade, ich dachte, ich krieg ihn. Fuck. Schön gemacht von De Bruyne. Was? Kein Foul? Den zweiten Spieler habe ich nicht antizipiert. Oh, danke. Ich mache einen normalen Pass, er macht einen Laufpass draus. Oh. Krass, dass der einfach nur die Arme geht. De Bruyne hätte sich unsterblich machen können. Klappen diese billigen FIFA 13 Laufpässe in die Spitze nicht. Geiles Ding. So, ich werde jetzt trotzdem mal wechseln. Wie man sieht, die haben nicht mehr die größte Power. Na? Oh, so ein Lacker wieder, Alu. Benteke, was machst du denn? Wechsel mal die Seite, weil Mané hat jetzt deutlich mehr Ausdauer als Arnautovic, der gerade so viel rennen musste. Schade. Schöne Ballkontrolle, von dem der gerade frisch eingewechselt wurde. War ein normaler Pass. Oh, hat er Lacazette eingewechselt? Komm, konzentrieren. Hatten einen Alu-Treffer. Wir waren jetzt meiner Meinung nach auch der bessere Spieler. Danke. Lacazette hat er aber nicht von Anfang an drin gehabt, oder? Lacazette, nee, von Anfang an hatte er diesen Thiago, diesen orangenen Thiago drin, aber der hat halt keine gute Ausdauer. Der hat so eine schlechte Ausdauer. Ach nee, hier ist er ja noch. Ich dachte, den hätte er ausgewechselt, dann hat er irgendwas umgestellt, wie es aussieht. Aber ich gehe mal davon aus, er hatte hier auf rechts jemanden anderes, ich weiß aber gerade gar nicht wen. Und den hat er ausgewechselt gegen Lacazette und dann hat er einfach mit Thiago und Lacazette die Position getauscht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, glaube ich aber. Weil Lacazette hat ja auch keine Verbindung im Team, den muss er also eingewechselt haben. Boah, ey, Mann! Schön gemacht mit Müller. Kommt aber auch nichts durch, ne? Kommt einfach nichts durch, wenn wir schießen. Verdammt! Das ist eigentlich gelb. Schöner Schuss, zu unplatziert. Schöner Pass auf Müller. Komm, Benteke, komm jetzt. Jetzt wäre wieder mal so ein wichtiger Benteke-Moment. Du musst jetzt mit dem Kopf. Du hast einmal gegen Alu geschossen, einmal gegen Alu geköpft. Das machen bitte rein. Du musst es einfach. Wie halt kein Schuss durchkommt. Meine Fresse. Schön gemacht. Also ich muss sagen, Schan gefällt mir erstens immer besser und in dem Spiel jetzt ganz besonders. Sehr auffällig. Oh, jetzt noch ein geiler Distanztreffer. Wieso fängt denn Leno alle? Sind denn die so schwach geschossen? Das gibt's doch gar nicht. Verstehe nicht, wieso Leno jeden festhält vor allem. What? So, komm schon, jetzt konzentrieren, jetzt muss ich mich drauf einstellen. Es wird wieder sehr viel schwerer werden, die Verlängerung, weil die alle keine Ausdauer mehr haben und ich habe dann immer Probleme, das habe ich gemerkt. Komm schon, Baby, komm schon. Also es wäre verdient, wenn wir jetzt hier in Führung gehen würden. Ich meine, guckt euch die Statistik an, Moral haben wir auch bewiesen, zweimal im Rückstand gewesen. Es wäre ein verdienter Sieg, glaube ich, wenn wir jetzt hier geführt hätten. Wir hatten ja auch zweimal Alu, oder sogar dreimal, zweimal auf jeden Fall. Aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Wir müssen jetzt vor allem gut verteidigen und dann halt auch noch den ein oder anderen Nadelschicht nach vorn setzen. Es wird sehr schwer, aber mindestens Elfmeter schießen. Auf keinen Fall vor ein Tor fressen. Und das geht nur, indem ich mich jetzt sehr konzentriere. Komm schon, Baby. Er wechselt nochmal. Aber auch etwas verwirrt. Aber ich kenne das Problem. Das passiert mir auch ab und zu. Da hat man was gedrückt, da nimmt ein Ball merkwürdig an oder so und schon ist er... Ist der Pass dann halt in die falsche Richtung. Alter, wenn ich da auf De Bruyne spiele, wie doof bin ich denn? Schade. Scheiße. Oh, zum Glück komplett frei zum Kopfball gekommen. What the? Okay, erste Halbzeit überstanden. Gegner hat eine ganz kleine Druckphase gehabt. Oh, der eine Pass auf De Bruyne. Ich habe mal zu spät laufen sehen in De Bruyne. Das war ärgerlich. Da hätte ich schön mit Benteke auf De Bruyne spielen können und dann vielleicht ein Tor schießen. So, jetzt aber konzentrieren. Komm. Das ist echt meine Lieblingseröffnung. So, Benteke, jetzt mach verdammt nochmal einen Kopfball. Was ist denn los mit dir? Mach jetzt ein scheiß Kopfballtor. Bin enttäuscht. Oh, bah. Sehr gut für den Schan. Oh, De Bruyne täuscht ganz kurz an. Bleibt dann aber stehen. Ich nehme mal Ribéry, weil er jetzt mehr Power hat, also weil er fitter ist. Dann ist, glaube ich, auch der Wert beeinflusst, wenn jemand nicht mehr so viel Ausdauer hat. Oh, wir waren zuletzt dran. Nice. Scheint wirklich ein Elfmeterschießen zu geben, aber das war das Minimum, was ich wollte. Sehr geil von Schan. Oh, gibt es wirklich Elfmeterschießen gegen den? Ich kann ihn gar nicht einschätzen. Es kann sein, dass er gut ist, es kann sein, dass er schlecht ist. Kann sein, dass beides der Fall ist. Okay, konzentrier dich. Zieh nicht zu straff auf, zieh nicht zu sehr an die Ecke, versuch zu antizipieren. Und wenn du dann gewinnst, okay, geil. Wenn nicht, dann soll es nicht sein. Konzentrier dich, komm. Hast alles gegeben, du bist zweimal zurückgekommen. Komm schon. Konzentrier dich, Junge, du kannst das noch gewinnen. Boah, sehr platziert. Unhaltbar. Die waren richtig gut geschossen. Außer der von Benteke waren die Elfmeter von mir richtig gut geschossen. Und ich habe verdient das Elfmeterschießen gewonnen. Weil der Gegner hat einmal verschossen. Ich war einmal in der richtigen Ecke und habe gehalten. Ich war einmal mit den Beinen dran. Der ging trotzdem noch rein. Und außer der von Benteke waren die anderen halt richtig gut geschossen. Ich würde sogar... also vielleicht waren sogar alle unhaltbar. Der letzte war auf jeden Fall unhaltbar, würde ich sagen. Richtig geil. Tore. De Bruyne und Mané, Vorlagen, Benteke und das war's. Sehr geil. Anstrengend, aber geil. Und wir haben gewonnen. Nice. Und verdient auch. So, jetzt wenigstens noch diesen einen Sieg. Das ist alles, was ich noch will. Dieser eine verdammte Sieg, damit ich wenigstens Gold 1 bin. Das wäre echt cool. Schauen wir mal, wir haben jetzt noch 4 Spiele. Und machen dann das mit der Bundesliga. Oh, Moment. Fitnesskarte aus. Könnte sein, dass ich keine Fitnesskarte habe, sage ich doch. Das heißt, wir müssen mal schnell einkaufen gehen. Beim letzten Mal habe ich das so gemacht, dass ich mir Bronzepacks gekauft habe. Das Problem war nur, es hat ewig gedauert, bis dann mal eine Fitnesskarte dabei war, aber ich probiere es trotzdem wieder. Macht einfach Spaß. Haben wir ein kleines Pack-Opening, ein kleines Bronze-Pack-Opening. Aber es lohnt sich nur diese kleinen Bronze-Packs, die großen lohnt sich nicht, weil die kleinen Bronze-Packs sind eigentlich so, dass wenn man alle Items auf dem Transfermarkt verkauft, man kommt immer ein Plus raus, wenn man die Spieler immer mal losbekommt, ist manchmal auch wertvolle Spieler dabei, also die man für eine Squad-Building-Challenge oder sowas braucht, also von daher, die kleinen lohnt sich mehr als die großen, für 750, deswegen, da haben wir zum Beispiel einen seltenen Bronze-Spieler, mal gucken, ob der was wert ist. 700, 200, okay, das ist kein gutes Zeichen, der ist wahrscheinlich nichts wert. Deutscher Linksverteidiger, aber auch schlecht. George ist ein bisschen schneller, da kann man mal gucken. 200. Ach, eigentlich können wir alle nachgucken, so viel sind es doch gar nicht. 200. Auch 200. Ja, okay, der ist nichts wert, aber wenn wir einmal dabei sind... Oh, guck mal, was wir drin haben. Plus 200 Coins. Damit kommt man natürlich auf jeden Fall ins Plus. Verträge will ich eigentlich auch nicht unbedingt, aber die kann man natürlich auch einfach auf die Spieler anwenden. Was ich eigentlich will, ist... ein... Ach so, mir fällt gerade ein, einer hat auch mal gesagt, dass man die Bronzespiele auch einfach alle für 150, 200 anbieten kann und dann würden die teilweise auch verkauft werden. Ah, da stopfe ich mir meine Liste auch ganz schön zu. Ich denke, ich werde jetzt mal 5 Stück aufmachen und hoffen, dass dann wenigstens einmal eine Fitnesskarte drin ist. So, ich gucke jetzt nur noch die interessanten nach. Nolan ist wenigstens ein 61er. 2-1. Ah, St. Patrick's Day ist gerade bei mir, glaube ich. 1000. Stellen wir mal meinen für 900 rein. Das meine ich halt. Jetzt haben wir halt wieder St. Patrick's Day, irgendein Squad-Building-Challenge, da braucht man halt Iren. Deswegen, man hat immer mal Wertvolle dabei und dadurch ist es dann profitabel. So, der hat 72 Tempo. Oh, der ist der billigste 500. Stellen wir unseren mal für 2,9 rein, vielleicht ist halt der von 500 dann weg. Und unser geht für 2,9 weg, ansonsten kann ich den ja auch dann preiswerter machen. So, der hat ein gutes Tempo. 200, die restlichen sind egal. Leider wieder kein Fitness. So, Nummer 3. Warren. Oh Gott, das brauche ich eigentlich gar nicht, aber die kriegen wir auch nicht weg. Hauptsache Haufen solchen Schrott hier. So, den Doppelten stelle ich jetzt mal rein, 150, 200. Nummer 4. Oh, 72 Tempo bei einem Innenverteidiger. Und die Nordkoreaner sind, die Südkoreaner sind relativ beliebt. Ah, 200. Fitness, da ist die Karte. Na also, dann können wir jetzt auch endlich aufhören. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Moment mal, ist gerade der eine Spieler... Ne, das ist falsch. Ich mir... Ja, okay, okay. Ne, verkauft wurde keiner. Ja, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten... machen wir dann Spiel Nummer 3 und 4, wenn es richtig... 4 und 3, wenn es richtig läuft, in der nächsten Aufnahme. Aber erstmal gebe ich noch, bevor ich es vergesse, eine Fitnesskarte. Gut, tschüss.